Deutsche Rentenversicherung 2022. Psyche bleibt an der Spitze bei den Erwerbsminderungsrenten. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Deutsche Rentenversicherung aktuell. Fast 40% der 2022 erstmals gezahlten Erwerbsminderungsrenten entfallen auf psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen bleiben der Hauptgrund für die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente. Das berichtet die Deutsche Rentenversicherung aktuell in ihren statistischen Analysen für 2022. Dabei entfallen insgesamt 64.600 von 164.000 der EM-Neurenten auf den Bereich Psyche. Das entspricht einem Anteil für die Statistik 39,4%. In unserer täglichen Praxis liegt diese Quote deutlich höher bei immerhin 74%. Es folgen auf weiteren Plätzen Krebs- und Bluterkrankungen mit 23.500 Fällen, die Erkrankung des Nervensystems mit 20.500 Fällen und die sogenannten Abnutzungserkrankungen, Orthopädie, mit 18.500 Betroffenen. Spezielle Informationen zu den genannten Krankheitsbildern und Erwerbsminderungsrente finden Sie bei den medizinischen Beiträgen zu den vorgenannten Krankheitsbildern von uns. Wie sieht es nun mit der Geschlechterverteilung aus? Besonders stark machten sich psychische Erkrankungen als Hauptgrund für eine Erwerbsminderung laut der deutschen Rentenversicherungsstatistik bei Frauen bemerkbar. Fast 40.600 der 85.709 Renten, das sind 47,4%, wurden weiblichen Versicherten wegen einer Diagnose oder Diagnosen aus dem Bereich Psyche gezahlt. Bei männlichen Versicherten wurden dagegen nur 24.000 von 78.009 Erwerbsminderungsrente, das sind 30,7%, wegen einer psychischen Erkrankung zuerkannt. Hätten Sie das gewusst? Die Höhe einer EM-Rente hängt den Angaben zufolge auch vom jeweiligen Krankheitsbild ab. Die höchsten Renten für Erwerbsgeminderte mit Krankheitsbildern Krebs und Blut wurden dort gezahlt, durchschnittlich 1.034 Euro. Die niedrigsten bei Versicherten, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden, 777 monatlich. Bei den Geschlechtsverteilungen führen bei den neuen Erwerbsminderungsrenten immer noch die Männer mit knapp durchschnittlich 75 Euro höherer Rente im Vergleich zu den Frauen. Dies dürfte vor allem an den noch in vielen Berufsfeldern weiterhin höheren Verdiensten für Männer liegen. Kommentarlos. Beachten Sie bitte auch meinen Einführungsbeitrag zum Thema Erwerbsminderungsrente und psychische Erkrankungen. Das verlinke ich Ihnen gern noch einmal am Ende des Beitrags. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de.